Seid gegrüßt zu einem neuen Video und heute auf dem Programm zwei Recaps. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr, momentan ist eine Durchstrecke, sage ich schon mal vorhin bei mir. Also es gibt keine Rewards Opening, wir gucken ganz schnell deswegen da nur rein. Dann welche Karten ich mir geholt habe und was ich darüber denke. Anfangen tun wir hier mit einem, ja, gerade so einem Update, dass die neuen J-League-Karten da sind. Da gucken wir nur kurz rein, wie sie optisch aussehen. Ja, wie immer, am Anfang sollte man so ein bisschen beobachten, nicht direkt die ersten 10, 20, 30 Karten kaufen und ein bisschen abwarten, bis das alles abkühlt. Ich denke, so ein bisschen der Reiz an der japanischen Liga ist so ein bisschen verloren gegangen, dadurch, dass die halt in diesen Topf reingeworfen sind von Contender. Dementsprechend, ja, ich werde das beobachten, habe jetzt aber jetzt nicht großartig Ambitionen, da großartig reinzufeuern. Aber es wird auch so ein J-League-Special geben. Dementsprechend, ich sage niemals nie, habe das auch bei MLS gesagt, es gibt sicherlich das ein oder andere Schnäppchen. Man muss aber wirklich so ein bisschen langfristiger jetzt denken. Midweek, die letzte Europacup-Woche vor der Länderspielpause und danach das letzte Wochenende. Wir gucken, ja, nur die besten Lineups. Challenger Europe war noch das Beste, 13 Punkte hätten hier gefehlt. Keller Ross hat wieder nicht zu Null gespielt. Ja, ansonsten Retzos hier mit dem verursachten Elfmeter und einem Assist. Also es war richtig hardcore unterwegs, das ganze Lineup. Großen Threshold haben wir geholt, sogar 30 Punkte haben nur gefehlt zu einem Reward in Cap 240. Kelleher mit Liverpool, das eine Gegentor gegen Sparta Prag, das war jetzt nicht unbedingt notwendig. Höfler bei einem 5:0 gegen West Ham, bin ich froh, dass er noch diese 41 Punkte geholt hat. Bin dann noch mit 3 Punkten drüber gerutscht auf die 15 Dollar. Did not play bei Alfred Duncan. Rotationsmaschinerie im Europacup war richtig heftig. Ich denke mal, schreibt es gerne in die Kommentare, wer von euch hat einen Leverkusen-Stack aufgestellt oder irgendwelche Karten und wurde dann auf dem falschen Fuß erwischt. Hier genau das Beispiel, Jonathan Tah. Grimaldo wurde auch nur eingewechselt, bei dem hatte man das Glück, dass der dann halt, ja, so wie er halt ist, eine 100 abgeliefert hat. Tut auf jeden Fall weh, weil dieses Line-Up mit 4 Karten, 316 Punkte, ich brauche euch nichts erzählen, also hier sind quasi 13 Punkte zu einer Tier 5 Karte. Wenn er nur irgendwie seine 40 Punkte gekriegt hätte, die haben immerhin 2 Gegentore gekriegt in Karabach, war ein spannendes Spiel. Kann man sagen über Leverkusen, was man will, die sind einfach momentan echt on fire, die kannst du nicht biegen. Ansonsten U23, da hatte ich mir auch viel erhofft, auch hier Rotationsmaschine mit Akkumacht, der wurde nicht mal eingewechselt, obwohl die Chancen waren da. Bis kurz vor der Nachspielzeit stand es 3:0 für Villarreal und die mussten 4:0 aufholen und haben dann von Aubameyang das 3:1 kassiert. Dementsprechend, ja, man musste eigentlich auf ein 4:0 gehen. Ramay, 4 Gegentore gegen Aston Villa, es ist, ja, wie man es dreht. Überall entweder Did Not Place oder hier Galese, ein Torhüter, der halt gepatzt hat. Aber hier 134 Punkte, bist du chancenlos und hier war dann eh nicht viel. Cap 220 auch wieder Rotation und hier genauso Rotation. Anthony Morris hat nicht gespielt gegen Fenerbahce, hätten theoretisch zu Null gespielt, ob mit ihm dann auch, das weiß man nicht. Somit in dieser Game Week eigentlich nur die 15 Dollar, über die bin ich sowieso mega froh. Das ist eigentlich das wichtigste Wochenende. Punkte, Rekorde hoch 10. Hier 7 Punkte gefehlt in der Serie A, 340 Punkte. Sieht auf den ersten Blick relativ solid aus, nichts Spannendes. Die Common Card war noch richtig eingesetzt. Tut halt immer weh, wenn Skrobski zu Null spielt und dann halt der Rest nicht irgendwie harmoniert. La Liga auch 19 Punkte zu einem Reward gefehlt. Rüdiger hat mit Real Madrid 2 Gegentore. Moriki, wer den Livestream gesehen hat, die KI hat versucht, mir was zu empfehlen. Moriki war ganz weit oben für Mallorca, die haben jetzt 1:0 gewonnen. Das heißt, Rajkovic war gut empfohlen, Moriki eher weniger. Mit einem anderen, ja, Stürmer wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. Lewandowski zum Beispiel hätte ich hier rein pfeffern können. Second Division Europe auch hier 17 Punkte. Ich hatte 367 Punkte, nicht einen Reward gibt es hier zu gewinnen. Vanicek, Peke und Halstenberg absolut genial. Ignatenko auch von der KI empfohlen, hätte ich theoretisch nie aufgestellt. Wird vielleicht, ich werde es sicherlich noch ein bisschen probieren, aber tendenziell habe ich so den Gedanken, ich will das just for fun spielen. Ich will mir nicht von der KI etwas empfehlen. Am Ende muss man so ein bisschen Spaß haben. Klar, so als Hilfe, wenn man da irgendwie ihn übersieht, für Cap 220 vielleicht irgendwie, man kann ja den Regler einstellen für ein L15 mit 40, dass man so ein paar Empfehlungen hat und sich daraus was zieht. Aber jetzt blind nach der KI aufstellen werde ich nicht mehr machen. Champion Europe auch hier 375 Punkte.
und man geht leer aus, ne? Tut halt weh, das eine Gegentor gegen Köln bei Gulaschi. Ansonsten eigentlich relativ gut aufgestellt, auch Oyarzabal Ball, den habe ich dann noch reingeschmissen, der wurde eigentlich nicht empfohlen, ich glaube Emre Can, bin mir aber jetzt auch nicht mehr sicher, wie es dann war. U23 auch hier, 380 Punkte, ihr seht, heftige Punkterekorde bei mir, kein Reward. Ich habe auch von euch, von einigen gehört, 400 Punkte, eine Tier 4 Karte und dann teilweise nicht mal einen Euro wert, also der Frustfaktor ist schon sehr hoch, deswegen ich denke, das Update ist überfällig, meiner Meinung nach, wo es dann halt wirklich bei den Divisions zum Beispiel für die Top 25% Rewards Boxen gibt. Hier auch wieder die Frage, was wird dann halt dann drinnen sein? Wenn da irgendein Ramsch drinnen ist, wird es auch weiterhin für Frust sorgen. Bundesliga Specialist, auch hier, wobei hier hättest du noch 100 Punkte gebraucht. Castells hat im ersten Moment ein bisschen wehgetan, dass er kurzfristig wegen Schulterproblemen ausgefallen ist, dass das nicht so kommuniziert worden ist. Und hier gab es eben auch noch den Threshold, 15 Dollar. Das heißt, in beiden Gameweeks 30 Dollar eingesackt. Das ist schon eigentlich das, wo ich mich am meisten drüber freue. Ich denke, vielmehr wäre eh nicht möglich gewesen. Jakic hier mit einer 100, das war die positivste Überraschung. Ansonsten auch Baumann, drei Gegentore in Stuttgart, trotzdem eine 50 rausgehauen. War alles nicht so schlecht. Und hier unten eigentlich ja, relativ gefloppt. Paris Saint-Germain haben wir eh gesagt. Challenge Europe auch hier 312 Punkte. Hättest du 374 Punkte gebraucht für einen 384 Punkte für einen Reward gebraucht. Geisteskrank. Also ich sag euch nur noch, geisteskrank, also Limited ist echt überfällig für ein Update. Ihr seht fast jedes Line-Up bei mir über 300 Punkte und dementsprechend ja ein bisschen bitter. Gucken wir in meine Galerie rein, was habe ich mir so zugelegt, warum, weswegen. Wir haben so irgendwo hier um den Dreh aufgehört. Natürlich auf Twitter und auf Instagram poste ich auch immer aktuellere Einkäufe. Aber hier nochmal ein kleiner Überblick, was ich mir so ein bisschen bei der einen oder anderen Karte Gedanken gemacht habe. Jae Sung Lee zum Beispiel ist eine Karte, die will ich langfristig spielen. Die war zu dem Zeitpunkt, da hat er glaube ich die 36 gehabt und war auf Länderspielreise. Eben auch für die In-Season so ein bisschen geguckt und der hat gefühlt einen Euro, was kostet 80 Cent, brauchst du nichts sagen. Marucci hier unten war geplant eben für diese Gameweeks, die jetzt kommen, da eben Coronel auf Länderspielreise ist. Hier ist noch immer nicht klar, wer die Nummer 1 ist. Ich habe so ein bisschen geguckt auf New York Red Bulls Seiten. Ryan Mara soll verletzt sein und Marucci sollte spielen, aber da wurde noch nicht wirklich kommuniziert, was wirklich Sache ist. Deswegen versuche ich so ein bisschen mit dem Trade die Einsätze einzufangen. Auch diese Gameweek, die Länderspielwoche, die ist so ein bisschen in die Hose gegangen. Ihr seht, Chakwedaze kriege ich hier nicht verkauft, war so ein bisschen der Plan. Ist eine In-Season-Karte, ist anscheinend jetzt Stammspieler bei Watford, deswegen ist jetzt nicht so der Druck drauf. Aber ja, ansonsten ein paar günstige Karten, auch Diego Fagundes zum Beispiel, der ist jetzt bei LA Galaxy auch relativ durchwachsen, hätte mir schon gedacht, dass er heftiger abliefert. Dann Stadoha ist eine Karte eben auch wegen Galese, der auf Länderspielreise ist. Aber die Nachfrage ist aktuell sehr mau. Politano hatte ich mal für eine Game Week gekauft. Ist absolut um Fire momentan, wenn man sich den anguckt. Also den habe ich irgendwo hier bei der 25 geholt, wenn ich mich nicht irre. Oder sogar bei der 83, weiß ich nicht. Und relativ solide die letzten Spiele, die er gehabt hat. Bin ich eigentlich zufrieden. Dann zwei Toronto-Offensivspieler, Bernardeschi unter anderem, der auch vorher in einem Tief war, hatten ja eine Seuchensaison letztes Jahr und dementsprechend, ja, hat auch gut funktioniert bis jetzt, bis auf das Spiel gegen New York. Und Prince Ozei Owusu, der ist von Regensburg in die MLS gewechselt. Mal gucken, war für einen Euro eine Spekulation, kann natürlich im Sommer richtig abgehen. Auch da, ich klammere mich nicht fest an diese Karten. Das Crystal Palace haben sicherlich einige mitgekriegt, da habe ich mir so ein bisschen was zugelegt, eben für die Premier League In-Season-Turniere, die wird es auch weiterhin geben. Preislich auf jeden Fall kann man da nichts falsch machen. Matthias Braunöder, der ist verliehen an Calcio Como, hat sogar jetzt Einsatzzeiten gekriegt, hätte ich gar nicht mehr geglaubt, hinten raus, ich habe den irgendwo hier geholt. Bei der 30 oder irgend sowas in die Richtung, wo er da hatte. Der wird zur Austria Wien zurückkommen, sind knapp bei Kasse, haben eine gute Leihgebühr kassiert. Eventuell verkaufen sie ihn, wobei momentan wäre der Marktwert so ein bisschen im Keller, außer er liefert jetzt hinten raus eine Bombensaison für Calcio Como. Und dann Ethan Horvath, den bin ich glücklich, den habe ich für 10 Euro geholt, da ist er irgendwo hier gewesen, hat gerade eine 77 rausgehauen, irgendwie so um den Dreh. Ist jetzt sogar fürs Nationalteam einberufen worden, für die USA. Also
Cardiff City fix verpflichtet, ist eigentlich ein relativ guter Einkauf. Ich glaube, preislich auch fast schon verdoppelt, was ich zuletzt gesehen hatte. Kann man nicht meckern. Jakob Kivio habe ich mir als In-Season-Karte geholt, da ich überzeugt bin, auch wegen den Länderspielen gegen Estland, das bietet sich einfach an. Und ich denke, dass er sich gegen Zinchenko durchgesetzt hat. Der ist jetzt momentan eh wieder Verein angeboten zum Verkauf. Dann ein paar Rewards, die wir sehen. Galese hatte ich mir geholt, auch für eine Game Week. Ihr seht die 0, die 4, die 3. Im Recap habt ihr gesehen, es war nicht wirklich sinnvoll, bis jetzt mit ihm da anzutreten. Akijama, oder wie der heißt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat da hier eine 73 rausgehauen, spielt für Albirex Niigata. Mir auch angeguckt, so die Scores der letzten Saison, da waren immer wieder Ausreißer nach oben und hat wahrscheinlich eine andere Position in der neuen Saison. Das merkt man so ein bisschen an den Scores. Und Albirex ist so ein bisschen das Überraschungsteam momentan in der J-League, neben so ein paar anderen Teams wie zum Beispiel Mechvidia, Selvadia oder wie die heißt, Mechtia. Dann ein paar Karten von Inter Miami. So ein bisschen Messi anfüttern für die Collection Bonus. Auch nur Karten, wo ich denke, da ist Potenzial drin. Also für einen Euro Ian Frey zum Beispiel oder Ryan Saylor. Ich glaube, die sind alle so ein bisschen verletzt. Noah Allen spielt, der war so ein bisschen teurer noch am ehesten. 19 Jahre alt, auch so ein bisschen langfristig gedacht. Und bei Corentin Jean, ich denke, dass der irgendwo in Frankreichs zweiten Liga vielleicht noch einen Verein kriegt. Hat, glaube ich, auch 60 Euro da gekostet. Also mal gucken, ob das nicht verbranntes Geld war. Dann für meinen Kelle Ross habe ich einen Ersatztorhüter geholt, gleich dreimal, da ich doch jetzt einige Karten von Kelle Ross habe. Ross Duhan sollte man sich immer absichern. Für einen Euro kannst du nichts falsch machen. Kelle Ross hat jetzt, glaube ich, letzten 20 Spiele ein Clean Sheet gehabt. Man weiß ja nie, was da passiert. Irgendwann gibt es dann so einen magischen Moment, wo der Torhüter plötzlich reinkommt, dann stehst du doof da. Obwohl Kelle Ross eigentlich bei Celtic so ein bisschen im Gespräch ist. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Da muss man auch gucken. Zielinski für 5 Euro in der Auktion geholt. Als In-Season-Karte, ob das so schlau war, weiß ich jetzt nicht. Der wechselt ja für die kommende Saison zu Inter Mailand. Und den habe ich mir auch eben wegen dem Spiel Polen gegen Estland geholt. Rui Silva, der war in einem Kartendeal drin, den ich eigentlich relativ gut fand. Habe ich getauscht, einen Torhüter mehr zu haben, ist nie verkehrt, ist auch noch nicht so alt. Paulo Otavio für 70 Cent, ist auch noch nicht wirklich alt. Könnte zum Beispiel nach Brasilien irgendwann zurückkehren. 29 Jahre ist jetzt nicht wirklich ein Alter für einen Fußballer, aber man weiß ja nie. Dann Isa Diop, auch so eine Karte, spekulativ günstig. Phil Tuiloma, hier kommen jetzt die MLS-Karten. Bin so ein bisschen bei MLS jetzt eingestiegen, eben für diese drei Game Weeks, wo es dann für die Top 500 Geld gibt. Momentan sind nur 1300 Leute angemeldet, deswegen fand ich es nicht verkehrt, es da zu riskieren. Und du brauchst nur 3 In-Season-Karten. Meine Idee war, einen Torhüter aufzustellen und einen Stürmer, die tendenziell teurer sind und die halt irgendwo, also Torhüter ist sowieso ein Glücksfaktor, und bei einem Stürmer brauchst du halt irgendeinen, der eine Chance hat, ein Tor zu machen, und die Verteidiger, Mittelfeldspieler, ja, da nimmst du ja irgendwas Günstiges und guckst mal, ob mal was geht. Auch der Plan war eben, die auch zu spielen, so wie Arrigoni zum Beispiel, der wird gesetzt sein bei Chicago Fire am Flügel. Omir Fernandes, ein junger Spieler, der viel Talent hat. Sam Wines, auch einer, der schon mal Länderspiele gehabt hat und in England unterwegs war. So habe ich noch ein bisschen gescoutet, und die waren für 1, 2, 3 Euro teilweise zu haben. Ist aber jetzt auch so ein bisschen ein paar Wochen her. Gucken wir durch, eben hier einen Björn Inge Utvik. Der ist aus Norwegen gekommen, weiß man halt nie. Kann natürlich in die Heimat zurückkehren, sind ja 16 Teams, die Liga hat. Kann auch natürlich passieren, ist ja eine Dreierkette, die sie spielen, dass da irgendeiner von den Stammspielern ausfällt, dass er da wieder spielt. Sigurd Rostedt, wieder ein Norweger. Auch hier der gleiche Gedanke, kann in die Heimat zurückkehren. Alles Spieler, glaube unter 28 habe ich mir das alles eingestellt, dass die vom Karriereende nicht großartig beeinträchtigt werden. Die Scores sind natürlich ausbaufähig, würde ich mal nennen. Ist also eine Geschichte. Ansonsten Ryan Raposo, 1,83 Euro, ist eine Mittelfeldkarte mittlerweile. Die älteren waren Stürmerkarten, dementsprechend war die halt relativ günstig.
Potenzial hat er, wenn er so einen Score rausbringt, hilft das einem ungemein weiter, aber halt Rotationsgefahr, wie halt eben hier, dass er plötzlich halt auch nur eingewechselt wird, weil ich finde, Vancouver hat einen sehr ausgeglichenen Kader, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Patrickson Delgado, den habe ich gesehen bei Dallas, ist jetzt dadurch, dass Ilaramendi verletzt ist, das war auch ein perfekter Treffer, ich habe es ihm ja nicht gewünscht, ich habe ja auch Ilaramendi selber, aber er war so der Backup und hat in diesen zwei Spielen relativ gut, hat so gut ausgesehen. Die Idee war auch, dass er eventuell nach Ecuador zurückkehrt, aber in Summe eben momentan ein Glücksfall, weil den kannst du halt wirklich jetzt einsetzen. Und 47 Punkte waren jetzt auch nicht so schlecht für den Start. Arrigoni hatten wir gesehen, guter Schweizer. Carlos Grezo kann ich jetzt nicht einsetzen, weil der auf Länderspielreise ist für Ecuador. Ist ein Designated Player bei San Jose für 2 Euro. Kannst du nichts falsch machen. Ist nicht der Über-Drüber-Scorer. Seht ihr, aber in dieser Saison ist so ein bisschen, zumindest ja, mal ein paar Spiele dabei, die nach oben gehen. Ob sich es am Ende auszahlt, werden wir sehen. Owen Wolf, der Sohn vom Trainer, wird immer seine Einsatzzeiten kriegen bei Austin. Hat auch immer wieder mal Scorerpunkte dabei. Also sehr offensiver Spieler, allgemein sehr offensiver Spielstil von Austin, somit immer wieder mal was drinnen. Kann aber auch zumal nur eingewechselt werden, nach hier so eine 19 raushauen. Da weiß der auch nicht weiter. Aber halt auch sehr jung und dementsprechend kann der was bringen. Cirillo habe ich jetzt mal auf der Verkaufsliste, aber da werde ich wahrscheinlich den Preis nicht kriegen. Stammspieler bei LA Galaxy, auch noch sehr jung und ja, scoret jetzt konstant. Sind keine Über-Drüber-Scorer. Ich erwarte mir bei diesem Special Weekly nicht viel, aber wenn ich da irgendwie in den drei Game Weeks jeweils $5 zurückhole, wären das $15, dann habe ich schon quasi meine Karten refinanziert, weil das sind alles 1-2 Euro Karten, wie ihr seht. Sergi Palencia für LAFC, kommt aus der Barcelona-Schmiede, wird seine Einsatzzeiten auch kriegen. Die haben einen sehr, sehr kleinen Kader da bei LAFC, ich glaube 22 Profispieler bzw. Kaderspieler. Omer Fernandes, der ist von New York Red Bulls gekommen. Ist ein Offensivspieler, hatte gute Spiele. Ich habe den gesehen, ein paar Mal bei New York Red Bulls. Hat schon geile Tore gemacht. Aber ja, da seht ihr, also da war schon einiges drin. Ist halt Colorado Rapids. Eine Wundertüte. Ich denke mal, so schlecht werden die diese Saison nicht sein. Aber ja, auch der Karte, glaube ich, 2 Euro oder sowas. Olivier Mbaitso, auch ein bisschen abgestürzt. War ja eine Zeit lang der Über-Drüber-Spieler bei Philadelphia. Hat so ein bisschen seinen Platz verloren am Flügel. Aber sein Konkurrent ist auf Länderspielreise. Dementsprechend wird er sicherlich ein, zwei Einsätze jetzt kriegen. Auf das spekuliere ich halt. Und dementsprechend ja, werde ich ihn da einsetzen. Ist einer der Kandidaten, die ich vielleicht eher noch traden würde. Andre Almeida habe ich mir geholt. Ja, hat er doch jetzt ein Spiel gekriegt. Der war sehr, sehr, sehr lange verletzt. Und die ersten drei Spiele hier nicht wirklich direkt eingesetzt. Aber hier hat er jetzt ein Spiel gehabt als Einwechselspieler. Und das ist, was ich meine, der hat gute Allround-Scores. Und ich denke, Rare-technisch könnte der mir viel weiterhelfen. Ich habe mir da angeguckt, wie es in der Vergangenheit war. Und da war also auch ein sehr junger Spieler, ein Portugiese. Die Idee war eventuell, dass er in die Heimat zurückkehrt. Also der hat sehr, sehr gute Allround-Scores und hat ja, gutes Potenzial. Eben, Rückkehr in die Heimat ist so meine Idee gewesen nach Portugal, wenn er sich bei Valencia nicht mehr durchsetzt. Liam Kelly, die Karte ist auf 4 Euro abgestürzt. Also eine In-Season-Karte als Torhüter. Kannst du auch nicht Nein sagen, habe ich mir jetzt geholt, bin Liam Kelly Fan, sollte weiterhin gesetzt sein. Den Preis kann ich absolut momentan nicht verstehen, vor allem wenn die in die Abstiegsgruppe kommen, ist es wie in der österreichischen Liga, hast du eigentlich gute Spiele, Matchups dabei, also die spielen dann nicht ständig gegen Celtic und gegen die Rangers. Simakan hatte ich als Angebot gekriegt vom guten Soria Update, der wollte meinen Nacho Williams haben. Ein bisschen überlegt, man muss nicht mehr auf Geld sein und es war ein fairer Deal. Simakan hatte ich eh immer so ein bisschen im Blick gehabt. Natürlich von allen Leipzig-Spielern so ein bisschen momentan sehr durchwachsen, aber in der Vergangenheit hat er schon gute Scores gehabt, aber auch nicht übertrübermäßig. Ein junger Spieler, ich weiß nicht, ich mag den irgendwie, hat einen niedrigen L15, ich habe 220, kannst du den noch einsetzen. Mavadashvili, auch für die aktuelle Game Week geholt, Georgien gegen Luxemburg. Definitiv überteuert. Ich glaube, von Saturn habe ich mir den geholt, um die 40 Euro. Was ich mit ihm machen werde, weiß ich nicht. Er ist halt sehr, sehr nützlich. Gerade mit Georgien, Länderspielen, Nations League wird auch wieder kommen. Es gibt nicht viele Nationalkeeper, die U23 spielberechtigt sind. Dementsprechend
Mal gucken, was ich mit dem mache, ob ich den wirklich langfristig spiele. Auch ein Kandidat eventuell für einen Top-Club immer wieder. Und ja, verrückte Grenzen auch für die Länderspiele. Keito Nakamura für 25 Euro zu haben. Der hat bei LASK richtig hart performt. Hat da irgendwie, ich glaube wegen dem Asia Cup, hier ein paar Spiele verpasst. Ist so ein bisschen abgestürzt, hat auch so ein paar Verletzungen gehabt. Aber eigentlich hat der da in Frankreich nicht so schlecht angefangen gehabt, was ich gesehen hatte. Waren zwei Spieler dabei, die sehr gut waren und danach leider halt verletzt. Hier auch mal wieder ein Ausreißer in Rom, dann ging er eben zum Asia Cup. Mal gucken, erhoffe ich mir viel und eben immer im Hinterkopf habe ich, dass eine Rückkehr nach Japan möglich ist. Die drei America-Karten, wobei Camilo Vargas auch irgendwie auf 4-5 Euro abgestürzt ist. Kolumbianischer Nationalkeeper, absolut gesetzt bei Atlas. Ich habe gesagt, ich kaufe mir keine Spieler mehr irgendwie über 30, aber für 4 Euro und ja, man weiß ja, in Mexiko spielen die teilweise bis sie 38, 39 sind, kannst du auch schwer Nein sagen aktuell. Ansonsten zwei Karten eben für America für diese Game Week. Leguizamón, Oroz. Oroz hat direkt geliefert. Könnte vielleicht sich direkt auszahlen mit einer 91. Da bin ich auch auf jeden Fall sehr zufrieden. Und ansonsten müsste noch Luyan hier noch irgendwie so eine 60 wie im letzten Spiel raushauen. Wäre dann natürlich nice. Danach, wer das letzte Video gesehen hat, VfL Wolfsburg. So sieht's aus. Eine Flut an Karten von VfL Wolfsburg. Noch ein paar dazugekommen. Und Maximilian Arnold ist noch dazugekommen. Kevin Paredes, die waren noch ein bisschen in der Warteschleife. Ansonsten habe ich mir Timosi Castagne geholt. Dauerbrenner bei Belgien. Hat die meisten Einsatzminuten gehabt und dementsprechend auch so ein bisschen vorausgeplant für die Europameisterschaft. Ich werde so ein bisschen auf Belgien gehen, ist eines meiner Teams. Ich habe da noch ein bisschen was im Visier. Und wenn der sich nicht verletzt, ist er eigentlich auch ein heißer Kandidat und hat in den letzten drei Spielen gar nicht so schlecht performt und für das Geld In-Season-Karte nimmst du halt mit. Mit Bernd Leno kann man den vielleicht schön kombinieren, den habe ich auch noch als Defensivblock. Marcells auch hier, Belgien. Courtois hat sich verletzt, der war aber eh ausgemustert vom Nationaltrainer. Die hatten sich zerstritten, aber man weiß ja nie, hätte sich ja vielleicht plötzlich eine Aussöhnung kurz vor der EM hätte es vielleicht dann gegeben, dann hätte es wieder doof reingeguckt. Jetzt ist es halt Fakt, der ist verletzt. Das heißt, Marcells und Castells, beide habe ich hier. Also Castells und Marcells sogar als In-Season-Karte. Wer weiß, was sich Soria wieder einfallen lässt für den Sommer. Dann wieder Bedingungen, dass du drei In-Season-Karten haben musst oder irgend sowas in die Richtung. Da hat man sich jetzt halber wen dabei und Marcells ist echt abgestürzt preislich im Vergleich zu anderen Premier League Torhütern, weil Nottingham ja diesen Punktabzug gekriegt hat. Das heißt, die werden höchstwahrscheinlich absteigen. Die Chancen für einen Abstieg stehen leider gut. Und das ist immer so ein Trend für viele Manager, dass diese halt solche Karten dann abstoßen. Ich finde gerade so Allround-Scores sind nicht so schlecht. Ist nicht der Übertrüber-Keeper, aber für Premier League einen für 12 Euro kriegen. Nicht verkehrt. Dann noch ein paar MLS-Karten. Keaton Parks geholt. Der ist jetzt gesperrt. Das heißt, den kann ich nicht einsetzen. Den will ich auch langfristig spielen. Rodrigo Schlegel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Selbst wenn ich die Spiele gesehen habe, scoretechnisch immer um die 50 bis ja, 58, 59 Punkte bei Orlando. David Precolo haben sie sich geholt. Der ist jetzt auf Länderspielreise für Slowenien. Wird jetzt durch ihn vertreten. Das war die Idee für einen Euro. Habe ich den jetzt geholt und vielleicht erkämpft er sich wieder seinen Platz zurück, würde ich mir wünschen, weil das hat mich Precolo nicht vom Hocker gehauen. Da gab es ja einiges auf die Mütze. Dann haben wir noch eben so einen Isländer bei St. Louis. Die haben außer Klaus nicht wirklich viele Mittelstürmer, also wirklich Knipser. Da könnte eben dieser, ja, ich kann den Namen nicht aussprechen, abliefern. Dann wieder ein paar New York Red Bulls Keeper, eben Ryan Meara und Marucci. Versuche ich auch zu verkaufen, dass ich mit einer for free spiele, wobei ich bis zum Schluss ein bisschen schwitzen muss, wer halt wirklich in dem Tor stehen wird. Aktuell sieht es aus, als wäre es Marucci. Marucci, der heißt Marcucci oder so, weil Ryan Meara eigentlich verletzt sein sollte. Da warte ich bis zum Schluss. Dann habe ich Lucas Anaka geholt, der hat gleich 3 Euro gekostet. Ist ein brasilianischer Keeper mit Alcorcon, spielen gegen den Abstieg, haben aber relativ gute Matchups. Gerade jetzt für diese Game Week, diese Midweeks, die jetzt kommen,
wo es wenige Spiele gibt. Eben gegen Oviedo zu Hause ist ein machbarer Gegner, haben auch noch ein paar Verletzte und der Verteidiger Luengo ist verletzt. Dann Amorebieta ist noch ein machbarer Gegner, kann man den jetzt mal vielleicht spielen, vielleicht bringt es was. Hat auch gute Spiele gehabt, spielen halt sehr defensiv in der zweiten spanischen Liga. Rafa Mir habe ich einfach so mal geholt, spielt gar nichts bei Sevilla, vielleicht im Sommer was. Hannes Wolf, da hat sich Thales Magno verletzt und ich erwarte mir viel, der Trainer scheint auf ihn zu stehen. Scores-technisch ist halt so mit Flügel-Offensivspielern immer so ein Drama, aber das letzte Spiel mit einer 54 Allround-Scores-technisch ein bisschen Ausreißer nach oben, davor kann man nicht viel gucken, war eigentlich ständig verletzt. Und neu, ihr seht, vor 2 Stunden gekauft, ich habe mir Marco Asensio geholt für 4 Euro, Paris Saint-Germain-Stürmer. Mbappé wird den Verein verlassen, irgendwo drumherum wird was aufgebaut. Ein einziges Problem, was ich habe mit Paris Saint-Germain-Karten, ist dieses Rotationswirrwarr. Aber grundsätzlich glaube ich, dass er so ein bisschen Bonus haben wird bei Luis Enrique. Kann aber auch sein, dass er im Sommer den Verein wieder verlässt. Also ich sage, für 5 Euro kannst du nicht meckern. Das ist echt, ich finde das ein genialer Stürmer. Ansonsten habe ich noch Luke Shaw vor ein paar Minuten geholt. Ständig verletzt. Leider, Manchester United so ein bisschen eine Wundertüte, aber der kann schon einiges, wenn man so vor seinen Verletzungen zurückgeht, was der phasenweise fabriziert hat, hier sieht man es, das sind so diese Indikatoren, wo ich momentan scoute, kann irgendwann wieder zurückkommen, das gleiche eben mit dem Matcher, kann aber auch natürlich sein, dass die besten Zeiten vorbei sind, ich denke für 2 Euro ist das Risiko es mir wert. Ich habe auch die alte Karte geholt. Ich bin da nicht komplett fixiert auf die In-Season-Karten. Tendenziell nehme ich eine In-Season-Karte, wenn die halt wirklich günstiger ist oder nur ein paar Cent mehr kostet. Aber gerade für die Zukunft, es sind nicht mehr viele Game Weeks zu spielen mit den In-Season-Karten. Danach sind die auch nur noch Classic-Karten. Das ist so ein bisschen, sollte man im Hinterkopf behalten. Auch an den Wolfsburg-Karten, ich werde nicht dran hängen. Sobald die irgendwo ihren Nutzen erfüllt haben, werde ich versuchen, auch den einen oder anderen abzustoßen. Ich habe gehört, Jonas Wind soll Wolfsburg wahrscheinlich verlassen. Castells wissen wir ja. Lacroix ist ein Kandidat. Wenn es da Transfergerüchte im Sommer geht, wo die Preise so ein bisschen hochgehen, dann werde ich die auch verkaufen. Da habe ich jetzt keine Scheu an der ganzen Sache. Ist jetzt nicht eine Collection, die ich aus Freude und Fan-Dasein habe, sondern wirklich, ich denke, mit Hasenhüttl könnte man da in den nächsten Spielen von der Auslosung her ein großes Potenzial haben. Ansonsten, das ist das Line-Up für den America-Karten. Eben, das waren die 2 besagten Spieler, die schon gescored haben. Nicolas Oros habe ich geholt, Romero habe ich schon länger in der Gallery und Leguizamon und Lu Juan, die 2 müssen noch liefern. Ich ahne schon Böses wegen der Kapitänsausfall, da hätte wahrscheinlich Oros besser funktioniert als Romero, aber ja, sei es drum, wie es ist, sind nicht viele Spiele. Drückt mir die Daumen, ich drücke euch die Daumen, dass ihr in den kommenden Gameweeks sowas ordentliches gewinnt. In diesem Sinne danke fürs Zusehen, gerne kommentieren, wenn ihr irgendwas habt, was euch auf dem Herzen liegt und dann bis zum nächsten Mal.